Wir sind hier wieder zurück in Outlast Whistleblower. Und wie ihr sehen könnt, stehe ich hier gerade irgendwo rum und weiß nicht, wo ich hin muss. Also hier hinten muss ich nicht hin, weil da war ja kein Durchkommen. Muss ich mal gerade eben eine neue Batterie einlegen. Genau, da hinten war kein Durchkommen. Jetzt macht er mal eben an. Hier hinten ist auch kein Durchkommen. Hier ist womöglich auch kein Durchkommen, ne? Da habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge mal... Doch, hier ist ein Durchkommen. Habe ich, glaube ich, auch schon in der letzten Folge mal geguckt. War denn hier was? Nee, ich kann hier nirgendwo hin. Ich kann hier ein Radio benutzen, aber das war es auch schon. Das heißt, wenn ich hier hoch möchte, komme ich nirgendwo hin. Fuck. Ich höre schon wieder irgendwas. So. Genau, da hinten ist ja hier Dings. Das heißt, ich muss doch hier rum, oder? Ich weiß es nicht. Da sind Ketten drauf. Hier liegt einer. Wo war ich denn? Wo war ich denn? Wo war ich denn? Da muss ich doch hier hinten rum, oder? Genau, hier werde ich wahrscheinlich durch müssen. Genau, hier unten muss ich rein. Hier unten, ja, hier unten muss ich rein. Hier war ich ja auch schon, ne? Ja, genau, hier war ich schon. Und da habe ich das letzte Mal gestoppt, weil hier um die Ecke... sind irgendwelche Leute. Und der wichst sich da gerade ein, oder was? Sorry, wenn ich das sage, aber... Du Scheiße, ey. Was mache ich hier? Hier. Oh, come to Daddy. Ja, super. Hey, goddammit, I hear you. Was? Ich werde wahrscheinlich ja jetzt hier weiter durch müssen, ne? Kann ich den hier beiseite bewegen? Kann ich hier irgendwo hoch? Nee. Scheiße. Ich muss hier, glaube ich, wieder zurück. Ich habe ja jetzt hier das Ding abgestellt, ne? Oh. Nee. Schönen Dank fürs Gespräch. Warte mal, was war das? Ich. Was? Ist der eine da am Weinen oder was? Der hobelt sich da ein. Ne, das gibt's doch nicht. Kann ich denn hier hoch? Ich kann hier nirgendwo hoch. Oder? Nee. Muss ich wieder zurück, oder? Ich glaube, ich gehe mal zurück. Oder übersehe ich hier irgendwas? Drücke linke Maustaste. Nee, verstecken will ich mich nicht. Ich will hier durch. Und da geht's nicht durch. Ich gehe mal eben wieder zurück. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wo ich hin muss, ey. Alter Falter. So, hier komme ich nicht durch. Da ist alles zu. Ach nee, Quatsch. Hier kann ich ja jetzt... warte mal, wo war ich denn jetzt? Da, wo der Strom war. Müsste ich doch jetzt eigentlich durch können, oder? High Voltage. Wieso ist denn der Strom jetzt noch an?
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch den Strom abgeschaltet. Wenn ich das jetzt anpacke, dann bin ich wahrscheinlich tot. Ich gehe mal eben hier rum. Vielleicht komme ich ja irgendwo hier irgendwo vorbei. Hier ist zu, hier ist zu, hier ist überall zu. Das gibt's doch nicht. Warte. Jetzt habe ich eine Notiz. Brennende Lichter. Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Leser. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendetwas Normales, irgendeine menschliche Kraft, noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendetwas tun, außer zu überleben, und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die vernünftige Lisa. Du würdest besagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht, mich hier Gefangenen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Ja, schönen Dank auch. Ich habe den aber doch gerade ausgeschaltet. Bin ich denn jetzt hergekommen? Von da hinten. Von da unten, von da hinten. Warte. Und dann hier rum, ne? Hier rum und hier runter. Ja, dann gehe ich hier nochmal rein. Hier. Das war aber vorhin noch nicht da. Und der Typ ist auch weg. Scheiße. Und hier ist schon wieder Strom da. Ich schalte den jetzt aus. Mal gucken, was passiert. Geh weg. Alter, ey, jetzt kommt der mir hinterher, oder was? Blöde Pissnelke. So, warte, hier raus. Und dann hier. Hier weiter und hier... Nee, Quatsch, hier rum. Komm, mach auf. Mach die Tür auf. Ja. Nee, ich komme ja hier nicht rum. Ich muss... Jetzt mach doch mal die Tür auf, ey. Mama! Wieso ist der mir auf den Fersen? Mach die Türe auf! Oh. La. Das verstehe ich jetzt nicht. Fuck, hast du mich jetzt erschreckt. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch hier irgendwie zurück. So. Shit, 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 shit. So, und ich muss doch dann jetzt hier durch. Und dann muss ich doch jetzt hier da über den Stromscheiß drüber. Mach die Türe zu. Ah, danke schön. Habe ich vorhin nur die Tür nicht richtig zugemacht? Ah, da kommt er mir hinterher, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Mach die Türe auf. Mach die Türe auf, mach die Türe zu. Ist er hinten? Alter Vater, ey. Nee, die Tür mache ich wohl nicht mehr auf. Ist der da noch? Nee, der ist da nicht mehr, oder? Boah, leck mich doch am Heck, ey. Alter, ist das Spiel hetzend.
Ich glaube, ich gehe erstmal hier rüber. Hier liegt einer. Na, komm. Komm, mach. Hallo, machst du Türe? Nein, macht er nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Bam, 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 bam. Okay. Kannst du mal leiser laufen? Scheibenkleister. Okay. Hier scheint irgendwo der Wall Rider zu sein. Ich kann auch nichts weiter machen, als durch diese Tür zu gehen. Ich habe noch 4 von 10 Batterien. Perfekt. Dann, okay, da hinten ist eine Tür. Ich glaube, hier kann ich noch nicht durch, ne? Nee, das ist alles verrammelt und verriegelt. Was haben wir hier? Gut. Das heißt, ich muss dann wohl... Oh, schon wieder draußen? Okay. Geh mal eben kurz hier rechts rum. Da liegt auch schon wieder einer. Hier liegt aber auch noch eine Battery. Sehr gut. Und dann gehe ich mal hier raus, oder? Hier runter so. Oh, in das Wasser rein. Kann ich denn hier nicht entlang laufen? Ich glaube, ich muss da hinten hin, ne? Eine Runde schwimmen. What the fuck? Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Und hoffe... Das, was mich jetzt hier unten gedingst hat, zieht mich nicht. Okay. Alter Falter. Ich soll ich mal besser zumachen? Ja, eventuell doch, ne, bevor mir der Teil hinterherkommt. Ich gehe nochmal eben hier das Gras ab. Aber hier ist eigentlich, glaube ich, nichts so. Im Gras liegt nichts, ne? Die meisten Batterien liegen bei den Gefängniswärtern. Ich guck mal gerade, ob ich hier durchkomme. What? Autsch. Der hat den mal gerade da runter gekickt. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Mhm. Schönen Dank fürs Gespräch. Ah ne, da hinten muss ich hoch, sehe ich gerade. Platsch, platsch, platsch. Muss ich hier hoch? Da ist doch irgendwas, oder? Ich will hier nicht hoch. Bitte. Das kommt mir vor wie bei WoW. Da musste man auch mal so Türme hoch. Wie komme ich da jetzt rüber? Muss ich da jetzt hinspringen oder was? Scheiße. Komm schon. Komm, 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 komm. So, danke. Und jetzt geht's hier weiter. Ich mach mal eben die Kamera an. Oh oh.
Hihi, guck mal, geil. Ja, und jetzt muss ich dann hier hoch, oder was? Oh Mann, 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 oh Mann. Ich habe noch 5 Minuten. Spielzeit. Gehe ich hier rum, gehe ich da rum, gehe ich Lirum, Larum, Löffelstiel. Hier kann ich raus. Speichert. Ah, danke schön. Das heißt Mount Massive. Alter, guckt ihr euch mal die Bäume an. Die Berge an. Mega. Was ist denn das für ein Areal? Ey, guckt euch mal das Areal an. Alter, ist das riesig. Kann ich das von hier aus rüberspringen? Na komm. Nicht runter gucken. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Na. Bist du blöd? Das tat weh. Das tat weh, mein Freund. Und jetzt kriegen wir das hin. Komm, steh's mal auf. Okay. Was sind denn da für Gestalten nebenan? Muss mal eben gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwie eine Batterie finde oder sowas. In was für einem Schober sind wir denn jetzt gelandet? Hier scheint ja irgendwer zu sein. Da komme ich schon mal nicht mehr rum, aber hier komme ich rum. Hier mal ein Bettchen. Muss mal eben nachladen. So. Dann lass mal gerade hier durchgehen. Kriegen wir denn hier irgendwie noch was an Batterien oder so? Licht. Ah, hier ist aber auch nichts mehr, ne? Oder ist da hinten noch was? Ne, das ist keine Batterie, die würde leuchten. Mach hier nochmal eben an. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Warte mal. Muss doch hier irgendwo rüberkommen. Da bin ich drunter hergekommen. Achso, jetzt muss ich auch noch hier drunter herkriechen, oder was? Jo, scheint so. Wo rennt der kleine Pimmel denn jetzt hin? Keine Batteries. Keine Batteries. Und meine Batterie geht schon wieder dem Ende zu. Toll. Alter, ey, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und da geht schon wieder mein Timer.
Ich quetsche mich mal hier durch. What? Was ist denn jetzt kaputt? Leute, ey, macht mir hier nicht das Hemd am Flattern. Ich muss hier nochmal durch. Oh, was ist das? Eine Leiter? Drücke am Batterien aufzuladen. So, und jetzt muss ich dann wohl hier rum, ne? So. Könnt ihr mir mal hier eine Batterie geben? Ich höre hier schon wieder irgendwas. Da ist einer. Wer bist du denn? Der ist ein bisschen tot. Hallo? So, wir lesen jetzt nochmal eben die Notiz. Weise Männer. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Ja, aber echt. Haben wir denn auch noch ein Dokumentding? Nee. Ja, jetzt ist halt nur die Frage, wie komme ich hier weiter? Nee, hier werde ich rum müssen, ne? Muss ich nur gucken, wahrscheinlich. Steht jetzt gleich einer vor mir. Oder hinter mir. So, und jetzt hier rum. Ey, Alter, habt ihr keine Batterien hier oder was? Was? Ah, okay. Eine Batterie. Dankeschön. Ne, hier kann ich nicht weiter. Da bin ich durchgekommen. Okay. Hm. Okay, was haben wir denn hier alles? Hier kann ich hier durch? Nee. Kann ich nicht. Ist da unten noch eine Batterie? Sieht fast so aus, ne? Oh, hier liegt noch was. Genau, hier liegt noch ein drücke R, um Batterien aufzuladen. Warte mal. Ich muss mal gerade Dokumente gucken. Patient Dennis. Dr. Ford, an diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patient Dennis durchgeführt und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen Vieren von Dennis' Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen, auch wenn es nicht erkenntlich war, ob diese Ereignisse schon stattgefunden hat. Dieses Ereignis und oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellung und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. Entschuldigung, in Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines Aufmerksamkeit suchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Okay. Ich
würde jetzt gerne noch weiter gucken, um zu schauen, wo wir hier auskommen. Aber ich habe die Vermutung, ich schieb hier mal gerade ein bisschen was vor, damit ich mal hier reinkomme. Genau, da konnte ich ja nicht weiter. Jetzt muss ich hier weiter. Und ich hoffe, der speichert jetzt gleich mal kurz eine Runde. Wo bin ich denn jetzt? Hier sehe ich noch gar nichts. Hier liegen Matratzen, Matratzen, Matratzen. Kann ich denn hier hochspringen? Ja, kann ich. Kann ich hier raus? Ne, raus kann ich hier nicht. Aber ich kann hier weiter. Jetzt ist nur die Frage, machen wir jetzt hier weiter oder machen wir hier mal kurz ein Päuschen? Weil ich würde hier jetzt mal kurz ein Päuschen machen wollen. Da komme ich nämlich nicht weiter. Und ich würde gerne an einen Speicherpunkt kommen. Deswegen gehe ich hier nochmal gerade rein. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Sprich, oh, guck mal, hier geht's weiter. Wie ist denn das hier gebaut? Hallo? Ach so, hier komme ich dann durch. Okay. Alter Schwede, ey. Da war doch gerade was. Da ist doch gerade irgendwas gehuscht. Klicke R, um Batterien nachzuladen. Jetzt habe ich nur noch zwei, oder was? Das ist es. Also hier komme ich ja nicht durch, ne? Nö. Aber kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Und dann kann ich hier hoch, ne? There he is. What do you think? Oh, he'll do. Wait, for once we agree. Oh, Mensch. Bringt er mich jetzt um? Komm, geh hoch hier, geh hoch hier. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hinterher. Eine Batterie noch aufgenommen. Ich bin auf dem Dach. Und ich hoffe, der hat jetzt gespeichert, weil ich mache nämlich jetzt hier mal ein Päuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Fröhlichen Herzinfarkt. Tschüss.